Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal ein Beauty-Video, also in Anführungsstrichen, weil ich da noch ein paar Babyprodukte habe, die ich aufgebraucht habe. Da ich weiß, dass ich eben auch viele Mamas als Zuschauer habe, ja, habe ich gedacht, packe ich die Sachen einfach mit rein. Ich kann aber hier oben mal so eine Abstimmung machen, ob ich das zukünftig auch machen soll oder mich wirklich nur auf Beauty-Produkte und Pflegeartikel beziehen soll. Ich würde auch sagen, wir starten wirklich mit den Babyprodukten. Für diejenigen, die das überhaupt nicht interessiert, die nur wegen Beauty hier sind, ab dieser Minute könnt ihr dann wieder euch reinklicken. Und für diejenigen, die die Babysachen eben interessieren, die bleiben jetzt dran. Als erstes habe ich hier einmal so ja, Tücher. Das sind halt solche ganz normalen Kosmetiktücher von Baby Love. Die haben wir immer benutzt, um eben alles schön trocken zu tupfen, damit der Kleine eben keinen wunden Po bekommt. Ich werde die jetzt nicht nachkaufen, weil die nicht schlecht sind, sondern weil ich einfach die vom Aldi nehme. Ich benutze dann einfach die hier jetzt zukünftig dafür. Also es spielt eigentlich keine Rolle, es ist derselbe Inhalt, nur die sind eben kleiner und ein bisschen praktischer und passen dann eben in meinen IKEA-Servierwagen, den ich übrigens als Windelwagen quasi benutze. Und deswegen, ja, kaufe ich das jetzt nicht nochmal nach. Und es geht weiter mit Ölpflegetüchern. Die sind übrigens auch von Baby Love. Die finde ich wirklich super. Ich mache das immer so, dass ich mir hier in so einem Schälchen einfach warmes Wasser reintue und dann gehe ich eben mit diesen Tüchern hier rein, weil die nur so zu benutzen sind, sind ein bisschen zu trocken und eben zu wenig Öl. Deswegen mache ich das mit Wasser und das funktioniert wirklich super, super gut. Dann haben wir hier insgesamt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5. 6 Windelpackungen. Ich zeige euch jetzt einfach nur stellvertretend eine. Wir benutzen zurzeit die Pampers Premium Protection in der Größe 1, aber ich glaube, die kann er nicht mehr so lange tragen. Ich habe jetzt noch 2 Packungen zu Hause und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktionieren wird. Er ist jetzt ungefähr bei 4,6 oder 7 Kilogramm und die Windeln sind ja für 2 bis 5 Kilogramm. Also wir kommen damit wirklich sehr gut zurecht. Ich habe damals die Empfehlung bekommen, dass wir für den Anfang einfach die nehmen sollen, weil die eben gut schützen und nicht auslaufen. Ich wollte aber trotzdem mal andere ausprobieren. Also wenn ihr da Empfehlungen habt, dann lasst mich das auf jeden Fall wissen oder schreibt mir das in die Kommentare. Noch eine Packung von den Baby Love Ölpflegetüchern. Wie ihr seht, die kommen bei uns ganz gut an. Und es geht weiter mit Stilleinlagen. Die sind jetzt von Baby Love. Die habe ich mir damals noch vor der Geburt gekauft und ich fand die jetzt okay. Aber was mir an denen nicht gut gefällt, die halten nicht so gut im Still-BH, weil sie eben nur so einen ganz dünnen Klebestreifen haben. Und ich finde, der zeichnet sich ab, wenn man was drüber trägt. Ich trage jetzt zum Beispiel welche von Lansino, glaube ich, heißen die. Als ich die mal in die Kamera gezeigt habe, haben mir ganz viele eben die empfohlen, die ich jetzt gerade habe und ich finde die wirklich, wirklich super. Also die haben viel besseres Saugvermögen, die halten mega gut in dem BH und ich finde, das zeichnet sich eben nicht so in den Klamotten ab und ich finde, der Nippel ist auch ein bisschen besser geschützt. Ich habe ja ein ganz großes Problem, wenn man meine Nippel durch das T-Shirt sieht und deswegen ja, versuche ich das irgendwie zu kaschieren. Also die kaufe ich mir jetzt nicht nochmal nach. Ich habe sie aber eben aufgebraucht. Für zu Hause war das ganz okay. Aber für unterwegs oder zukünftig würde ich euch auf jeden Fall die von Lansi No oder Lansilo empfehlen. Ja, genau. Dann habe ich hier einmal feuchte Tücher von Pampers. Das sind die Sensitive ja, Tücher. Hier sind 12 Stück drin und die sind ganz gut für unterwegs. Die hatte ich eben für unterwegs oder in unserer Wickeltasche. Für zu Hause würde ich die jetzt nicht benutzen. Da bin ich immer noch ein Fan von Öl, Wasser und eben einem Tuch. Und wie gesagt, sowas würde ich echt nur im Notfall benutzen. Kommen wir jetzt zu den Wickelunterlagen. Da habe ich einmal welche von Baby Love und einmal welche von Mamiya. Das ist die Aldi Eigenmarke. So sieht das Ganze aus. Bei beiden sind 10 Stück drin. Ich weiß jetzt nicht, wie viele die kosten, aber ich finde beide gut. Also beide haben unser Bett vor Pipi-Anfällen von meinem Sohn geschützt. Also ich wickel ihn ja ganz oft auf unserem Bett. Und ja, dann, wenn ich ihn dann sauber mache, dann fängt er plötzlich an zu pinkeln. Also er hat mich schon angekackt, er hat mich schon angepinkelt, er hat mich schon angekotzt, also er hat schon alles gemacht. Und ja, die haben auf jeden Fall gut geschützt und da ist wirklich nichts durchgegangen, obwohl er eine richtige Ladung eben auf die Wickelunterlage abgelassen hat. Aber so vom Motiv her oder so vom Aussehen her finde ich die von Baby Love schöner. Aber wenn ich gerade eben keine Möglichkeit habe zum DM, dann würde ich auch die vom Aldi nehmen. Die sind bei uns übrigens auch super schnell alle gegangen. Also ich weiß nicht, wie andere das machen. Da sind 10 Stück drin und ich habe das Gefühl, ich muss fast jedes zweite Mal die Wickelunterlage wechseln, weil ich natürlich nicht will, dass er irgendwie in seiner eigenen Kacke rumliegt. Ich weiß nicht, habt ihr da einen Tipp, wie man das Ganze so ein bisschen sparender machen kann? Weil irgendwie kriege ich das nicht hin. Also ich lege meistens die Windel immer so unter seinen Po, dann mache ich ihn sauber, aber irgendwie passiert es dann trotzdem, dass dann was auf die Wickelunterlage kommt. Und es geht weiter mit Reinigungswattepads. Die sind übrigens auch wieder von Baby Love. Also wie ihr seht, Baby Love kommt wirklich sehr, sehr gut bei mir an.
Und die benutze ich auch sehr, sehr gerne. Also die verwende ich dann, wenn es wirklich sehr hartnäckig ist. Also wenn das zum Beispiel schon länger irgendwie über Nacht in seiner Kaka gelegen hat, dann ja, benutze ich eben so ein Pad. Dann mache ich da ein bisschen Babyöl drauf. Wie ihr seht, wir haben das so gut wie schon aufgebraucht. Und dann ja, mache ich ihn sauber, wenn es wirklich ganz schlimm ist. Wenn es aber irgendwie frisch ist, dann reichen eben solche Pflegetücher. Ansonsten dann eben diese Tücher. Und die benutze ich auch sehr gerne, auch um eine Katzenwäsche zu machen oder auch so mal ein bisschen was sauber zu machen. Oder ich lege das Pad auch gerne mal auf seinen Pipimann drauf. Denn wie gesagt, er pinkelt mich oft an und da habe ich irgendwie Angst, dass das nochmal passiert. Denn der ist mit mir schon bis hier oben mal hingekommen. Jetzt kommen wir zum Thema Binden. Ich habe jetzt die von Yessa, die Maxi-Binden aufgebraucht. Die habe ich noch benutzt, als ich eben einen sehr starken Wochenfluss hatte. Und die kann ich euch auch mega empfehlen. Besonders die Marke finde ich sehr, sehr gut. Die von Camellia, die habe ich euch auch schon mal in einem meiner Vlogs gezeigt. Die finde ich auch super. Und ja, also falls ihr entbunden habt und ja, nach guten Binden sucht, dann kann ich euch die auf jeden Fall empfehlen. Letztes Babyprodukt, Babylove Stillsaft. Den trinke ich echt gerne. Der riecht zwar ein bisschen merkwürdig, aber irgendwie macht mich das voll an. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ich finde, der schmeckt echt gut. Ich trinke den jetzt nicht jeden Tag oder habe den nicht immer daheim, aber so für zwischendurch, wenn ich daran denke oder den sehe, dann packe ich den wirklich gerne ein. Jetzt habe ich noch zwei Produkte, die ich im Haushalt aufgebraucht habe und dann war es das auch schon wirklich. Mein geliebten Froschreiniger, das ist der Glasreiniger Spiritus und ich liebe wirklich fast alle Froschprodukte. Also ich habe Waschmittel von denen, ich habe jede Art von Reiniger von denen und verwende die Sachen einfach sehr gerne. Die funktionieren gut, bis auf den Fettlöser. Also den finde ich so lala, da benutze ich was anderes. Aber meine Froschsammlung oder Putzecke ist wirklich fast nur mit Froschprodukten und ich kann euch die Sachen echt empfehlen. So, zum Schluss habe ich hier noch solche Vollwaschmittel Duo Aktiv Cups. Die sind von Denk mit, von der DM Eigenmarke. Die habe ich eigentlich ganz gerne benutzt. Aber mir hat eine Zuschauerin geschrieben, die sind wohl für die Umwelt ganz, ganz schlecht. Und deswegen, ja, würde ich die jetzt erstmal nicht benutzen. Ich benutze total gerne einfach mein Pulver von Frosch und dachte, ich probiere die einfach mal aus, weil das eben so unkompliziert ist. Aber ich denke, ich werde die jetzt nicht nochmal nachkaufen. Nicht, weil ich die schlecht finde, sondern weil ich eben der Umwelt wenigstens so ein bisschen was Gutes tun möchte. So, jetzt kommen wir zum Thema Beauty bzw. Pflege. Da habe ich hier einmal eine Zahnspülung. Die ist von Listerine Zero. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht. Das ist jetzt die Mint-Variante. Die haben da ja echt, glaube ich, 8 oder 10 verschiedene Sorten. Die benutzt überwiegend mein Mann. Ich benutze das auch zwischendurch mal, wenn ich denke, okay, jetzt muss ich mal meinen Mund durchspülen. Das Schöne daran ist eben, dass das halt nicht so stark ist wie die anderen Listerin-Mundspülungen und deswegen habe ich das eigentlich ganz gerne benutzt. Mein Mann hat aber jetzt wieder die starke Version gekauft, was ich echt blöd finde. Also ich werde mir die auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Ich habe aber mal gehört, dass davon die Zähne gelb werden. Stimmt das? Das würde mich echt mal interessieren, ob einer von euch da Bescheid weiß. Wenn ja, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Pflegeartikel und zum Schluss kommen wir dann zur Beauty-Kategorie. Und da habe ich ein Duschgel aufgebraucht. Das ist von Nivea. Das ist das Splashy Ocean. Davon gab es 3 limitierte Versionen und das riecht echt gut. Das riecht irgendwie total nach Mann, aber ich mag ja so männliche Düfte, aber halt nicht zu männlich irgendwie. Also ich mag, wenn das so ein bisschen unisex-mäßig ist. Also damit habe ich wirklich gerne geduscht. Das hat echt gut funktioniert und ich hatte immer das Gefühl, dass ich richtig schön frisch bin. Deswegen bin ich echt traurig, dass es das jetzt in der Version nicht geben wird. Also ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber auf jeden Fall steht hier oben ganz fett, ja, limitiert. Und es geht weiter mit Wattepads. Die sind von Ebelin. Das ist die Bio-Variante. Die hat mir mein Mann gekauft. Ich bin ja immer noch ein Fan von den Aldi-Wattepads. Das sind für mich einfach die besten. Ich habe wirklich sehr, sehr viele schon ausgetestet. Also von den Ebelins habe ich wirklich alle soweit durch, auch die Make-up oder so. Habe ich auch fast alle ausprobiert und am Ende bin ich doch immer bei den Aldi-Wattepads geblieben, weil die funktionieren einfach am besten. Die rollen sich auch nicht so ein, wenn man damit eben übers Gesicht geht und die hinterlassen nicht diese Fasern an den Wimpern, weil manchmal passiert das. Und das ist jetzt bei denen nicht passiert, aber ich mag nicht, dass die so dick irgendwie sind. Also ich mag, wenn Wattepads ein bisschen dünner und ein bisschen gepresster sind und nicht so flauschig wie die hier. Also ich werde die natürlich aufbrauchen, aber
Wie gesagt, die vom Aldi sind einfach die besten. Dann habe ich hier noch eine Mundspülung und zwar von Meridol. Ja, die ist halt besonders gut bei schlechtem Atem. Ich habe sie aber nur gekauft, weil sie eben ohne Alkohol ist und das habe ich während der Schwangerschaft benutzt. Da habe ich halt schon darauf geachtet, nichts zu verwenden, was eben mit Alkohol ist. Ich fand die ganz gut, die Mundspülung, aber die hat mir zu sehr in meinem Mund geschäumt. Auch wenn man nur wirklich ganz wenig benutzt hat, trotzdem war es irgendwie zu viel und man spült ja eben seinen Mund durch und bewegt das Ganze hin und her und spült und spült und auch wenn man dann in den Rachen geht, dann war mir das alles viel zu schaumig und dann musste ich immer ein Teil ausspucken, weitermachen, ausspucken. Ja, also ist okay, aber würde ich jetzt nicht nochmal nachkaufen. Und es geht weiter mit einem Micellenwasser und zwar von Garnier. Das ist jetzt hier die Waterproof All-in-One-Variante. Ich mag ja, mich mit öligen Produkten abzuschminken oder wenn das halt so zwei Phasengeschichten sind und das habe ich echt gerne benutzt. Das hat mein Augen-Make-up wirklich sehr, sehr gut entfernt. Auch wenn ich mich wirklich sehr stark geschminkt habe, wenn ich wasserfeste Produkte benutzt habe. Also das ist für mich bisher die beste Micellenwasserlösung, die ich von Garnier getestet habe. Ich habe ja auch die anderen Varianten schon getestet und das war bisher wirklich am allerbesten, weil ich das eben auch für meine Augen benutzt habe. Ich mag einfach so wenig Produkte wie möglich verwenden, weil ich es hasse, mich abzuschminken. Deswegen hat mir das Abschminken auf jeden Fall leichter gemacht. Und es geht weiter mit noch mehr Abschminkzeug. Und zwar habe ich hier das Micellenwaschgel von Balea aufgebraucht. Das habe ich mir ja damals gekauft, als ich in den Urlaub geflogen bin, also auf die Kapverden, da war ich noch schwanger. Und da habe ich einfach ein Produkt gesucht, was eben 2 in 1 ist. Das soll nämlich Augen-Make-up entfernen und eben fürs Gesicht sein. Und das hat mir einfach so, so gut getan. Ich muss ehrlicherweise gestehen, das entfernt auf jeden Fall nicht so gut Augen-Make-up, beziehungsweise nicht so starkes Augen-Make-up. Also wenn ich da irgendwie 3-4 Schichten Mascara drauf habe, plus Eyeliner und so weiter, dann ist das ein bisschen schwierig damit gewesen. Aber wenn ich das Ganze schon mit einem Öl gelöst habe und quasi im zweiten Schritt nochmal mein Gesicht gereinigt habe, dann hat das echt gut funktioniert. Also ich habe das eher benutzt, wenn ich mein Alltags-Make-up drauf hatte. Also wenn ich einfach nur Concealer, Augenbrauen und ein bisschen Wimperntusche drauf hatte, dann habe ich das sehr gerne benutzt. Soweit ich gehört habe, wurde das aus dem Sortiment genommen. Das ist eigentlich immer so, wenn man irgendwas gut findet, dann nimmt die Drogerie das gerne mal aus dem Sortiment. Also wenn ihr dazu eine Alternative habt, dann lasst mich das auf jeden Fall wissen. Dann habe ich hier noch Abschminktücher. Wie immer benutze ich die von La Cura, die sind vom Aldi. Ich nehme meistens die rosane Variante mit, weil sie einfach rosa ist und nicht, weil es eben für normale Haut ist. Ich habe jetzt gerade bei mir hinten die blaue Variante liegen. Wie gesagt, sowas benutze ich nie für mein Gesicht, sondern eher um Swatches und so weiter wegzumachen oder eben so ein paar Patzer zu korrigieren. Und ich mag eben den Verschluss total gerne, deswegen kaufe ich die immer wieder nach. Dann habe ich hier das Reinigungsöl von Balea. Das habe ich auch echt gerne benutzt, besonders wenn ich eben mich sehr stark geschminkt habe. Wenn ich mich zum Beispiel für ein Video fertig gemacht habe, dann benutze ich oft sehr viel Schminke. Und um das Ganze eben erstmal zu lösen, benutze ich sehr gerne im ersten Schritt das und dann eben das Balea Waschgel, was ich euch vorhin gezeigt habe. Zum Schluss dann noch ein Micellenwasser und dann ist eure Haut wirklich porentief gereinigt. Und ja, das funktioniert wirklich sehr gut. Also da muss man auch irgendwie nicht fest reiben oder so und das nimmt wirklich alles runter. Auch Klebereste, wenn ihr zum Beispiel Wimpern, also Fake Lashes getragen habt oder so. Und ja, ich werde mir das auf jeden Fall nochmal nachkaufen. So, zum Schluss habe ich noch 2 Beauty-Produkte von H&M. Einmal das Make-up von H&M, genau. Das ist das Flawless Finish All Day Liquid Foundation. Das hier ist jetzt eine Farbe, die es leider nicht mehr online zu ergattern gibt. Also die Foundation gibt es zwar noch so in der Variante, aber es gibt eben die Farbe nicht mehr und die steht hier auch leider nicht mehr dran. Hier hinten steht nur 105,15. Ich habe keine Ahnung, ob das die Farbnummer ist. Auf jeden Fall habe ich das sehr, sehr, sehr gerne benutzt und war zum Ende hin wirklich sehr sparsam damit, weil ich eben wusste, dass es das in der Farbe nicht mehr gibt. Ich habe mir aber jetzt nochmal eine andere Farbe geholt. Die passt zwar nicht hundertprozentig, aber das klappt schon, wenn ich das nochmal mit einer anderen Foundation benutze. Und ich habe das sehr gerne für den Tag benutzt. Also die Foundation ist nicht matt, aber auch irgendwie nicht super Feuchtigkeit spenden. Also irgendwas dazwischen. Die lässt sich wirklich super schön in die Haut einarbeiten. Die Farbe ist wirklich toll. Und ich finde, die Haut sieht trotzdem noch nach Haut aus. Und das Ganze ist nicht wirklich so super krass abgedeckt. Und das mag ich für den Alltag sehr gerne. Also falls ihr eine gute Foundation sucht, dann guckt euch echt mal in der H&M Beauty Abteilung um. Das letzte Produkt ist ein Augenbrauenstift und der ist auch von H&M. Den habe ich euch auch schon zigmal gezeigt. Das ist der Super Fine Brow Liner. In der Farbe Espresso Brown. Ich habe jetzt nochmal 2 andere Farben, beziehungsweise einmal die Farbe und nochmal eine andere nachbestellt, weil ich das Gefühl habe, der ist zurzeit ein bisschen zu hell für meine Haarfarbe. Und deswegen eben die 2 Farben. Dann kann ich so ein
ein bisschen variieren zwischen den zwei. Oder manchmal fühle ich mich so, da will ich die Augenbrauen ein bisschen heller haben und dann wieder ein bisschen dunkler. Also das ist zurzeit mein absoluter Lieblingsaugenbrauenstift. Den habe ich, glaube ich, jetzt zum 4. oder 5. Mal nachgekauft. Der lässt sich auch nicht so schnell aufbrauchen. Die Mine ist wirklich super, super fein. Damit bekommt ihr wirklich sehr, sehr schöne definierte Augenbrauen hin. Und habt hier auf der anderen Seite noch so ein Spoolie, womit ihr das Ganze richtig schön verblenden könnt. Also für mich wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt, was ich immer wieder empfehlen würde. So, und das war's auch schon mit diesem Video. Eigentlich habe ich hier noch mehr Produkte, aber ich habe das Gefühl, das Video ist so schon ziemlich lang geworden. Deswegen werde ich ein bisschen noch horten und zeige euch dann die Produkte einfach in dem nächsten Aufgebraucht-Video. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren und mir auch auf Instagram folgen. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen und wir sehen uns zu einem neuen Video wieder. Bis bald! Tschüss.